Ach so, es wird nicht eingeblendet. Stefa Boje 3. Nee, fahr doch zu Genève Boje 3. Ach komm, ich hole noch ein viertes raus. Da kenne ich jetzt mal nichts hier. Das wenigstens die schwimmen, die Schiffe. Haben auch jetzt irgendwie, wurden auch mit qualitativ hochwertigen Materialien gebaut. Ich habe gehört, gerüchteweise, der Kapitän hier, der soll das mit einem ganz einfachen Logitech-Gamepad steuern, aber ist anscheinend nur ein Gerücht, muss ich sagen. Wenn ihr wisst, auf welches dramatische Ereignis ich damit anspiele, was eigentlich schon eigentlich nur Kopfschütteln hervorruft. Steht er immer noch hier? Was ist denn das? Oder ist das schon wieder irgendwas anderes? Haben wir auf dem Landweg hier noch irgendwo Öl? Was gibt es? Da unten, da. Aber das ist alles, glaube ich, nichts an Industriestrecken, oder? Na gut, hier wäre was. Ja, da war sie mal wieder, die legendäre Intro-Musik. Und ich habe hier einen Hafen gefunden, mit dem wir Ersatzteile hier für diese Industrien anfahren können. Macht man Ash-Steinbruch mit einem Schiff gleich? Würde sich eigentlich anbieten, oder? Durch einen Durchbau. Damit die Fahrtzeit ein wenig kürzer ist. Das wird natürlich ausgeglichen, das planiert, indem man hier die Insel jetzt so einfach auftüdelt. Und hier hinten diese Stromschnellen müssen auch weg. Und dafür gibt es die einfach hier jetzt so. Ja, da haben wir einen Meteorfrachter. Braucht ihr ja einen. Na gut, eine Boje kann man ja mal bauen. So, und dann brauchen wir hier das noch. Was ist denn hier los? Oh, da fehlt ein Stück Gleis.
Weil die Brücke 1 zu kurz ist. Ihr habt das bestimmt in die Kommentare geschrieben und euren Monitor angebrüllt. Ah, da fehlt ein Stück Gleis. Gebracht hat es letztendlich nichts, wie ihr seht. Aber jetzt fließt es. Hätte ich sogar eine Idee, wie ich das mit den Dingern mache. Na gut, hier 7er Bahnhof ist, glaube ich, auch leicht. Na gut, nochmal trotzdem 3x7. Können wir vielleicht auch nochmal eine Fahrzeugteile, Nahrungsmittel oder Baustoffe irgendwie mal anliefern, wenn wir was haben. Cox hat auch nochmal kommentiert, wollte ich mal sagen. Ach nee, Quatsch, das war so eine Kanada-Staffel. Ich dachte, sie hätte nochmal irgendwas zu Grand Prix 2 kommentiert, aber ich glaube, oh, ich muss echt nochmal ein Rennen mal aufnehmen. Einfach für die Leute, die mal wieder Bock drauf haben. Auf Grand Prix 2. Ich verstehe es natürlich, wenn da so ein bisschen leichte Wut oder Frust oder so da ist, wenn halt lange kein Grand Prix 2 mehr gekommen ist. Aber wie gesagt, ich hoffe mal wieder, um die Sucht zu befriedigen, mal wenigstens ein Rennen mal wieder zu bringen. Auch hier hochbauen, dann brauchen die auch hier nach hier oben einen Abzweig. Naja, okay. Hä, nee, das ist Quatsch. So muss es sein. Das Depot bauen wir ausnahmsweise mal dahin. Oh, guck mal, da sind wir unterwegs hier. Könnte man die Sandzüge auch nochmal verstärken. Zumindest erstmal so machen, dass es dann halt erstmal dann triggert. Achso, jetzt komme ich jetzt schon auf der Rückfahrt an. Ah, das habe ich hier fast umsonst gebaut. Na egal. Guck mal, hier bietet sich das doch so fast schon an, um hier einen Tunnel zu bauen. Also irgendwie muss ich da hochkommen. Und das machen wir mal so hier. Gut, ich könnte zumindest erstmal hier anfahren. Und hier machen wir einfach mal Bahnsteiglänge 3 reicht doch bestimmt, oder? Wir tüdeln das hier mal so zusammen. Damit es aber als zusammen gilt. Und machen hier mal so eine
so eine Sperrscheibe rein. Dass die halten. Oder gibt es immer die Möglichkeit, Sperrsignal? Oder ab mehreren Zügen einen Signalabschnitt? Sperrsignale können nicht von vorne. Warte mal, das müssen wir, glaube ich, anders machen. Warte mal, nee, stopp. So. Wir machen einfach so hier. So, dann können die dort nämlich gar nicht durchfahren. Halt. Das war dumm. Betriebstechnisch ist es ein Bahnhof. Spitzenmäßige Produktion. Gut. Kalksteinproduktion könnte ein bisschen besser sein. Wenn mir die Anmerkung gestattet ist. So, ich brauche 80. Das heißt, wir nehmen nochmal den hier. Dann haben wir 9,2. Also ist immer rund 60. Dann nehmen wir den hier. Plus 28 sind dann, also 87 müsste dann hier mitnehmen, weil 59 plus 28, genau, müsste eigentlich hinkommen. Mal gucken, ob er das rafft, das denn oder dort reinfahren soll. Sand ist ja viel da, aber Kalkstein brauchen wir eigentlich eher. Ich meine, einen Sandzug kann man ja nochmal bringen.